Heute geht es um eine meiner Lieblingszimmerpflanzen. Und zwar ist das diese hübsche Pflanze mit den weißen Punkten auf den Blättern. Das ist eine Forellenbegonie oder man nennt sie auch Polkadot-Begonia. Polkadot ist ein Wort aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Punktemuster. Ja, und diese hübschen Punkte hier auf den Blättern sind der Grund, warum sie Polkadot-Begonie oder eben Forellenbegonie heißt. Und Forellenbegonie, das kommt daher, gucken wir uns mal dieses größere Exemplar hier an, dass diese weißen Punkte aussehen wie diese Reflexionen, die so ein Fischkörper im Wasser hat, wenn die Sonne drauf scheint. Das ist einfach einzigartig. Ich finde es ganz toll. Die Pflanzen kommen, Forellenbegonien, Begonia maculata ist der botanische Name. Maculata heißt auch Punkt oder Mal. Kommen aus Brasilien, aus Südamerika, wachsen so im Halbschatten unter Bäumen in einem sehr humosen Boden. Und als Zimmerpflanze geradezu super easy. Also kann man auf jeden Fall für jeden Anfänger empfehlen, aber auch für langjährige Pflanzenliebhaber immer wieder irgendwie ein ganz tolles Ding. Diese hier ist schon sehr alt oder ist schon älter. Da könnt ihr sehen, ich habe hier auch schon mal zurückgeschnitten. Hier sind also dicke Triebe abgeschnitten worden. Die verholzen fast dann hier im unteren Bereich. Und die treibt aber immer wieder willig aus, wenn sie mal irgendwie aus der ganzen Form gewachsen ist. Die Pflanze selber kann bis zu einem Meter hoch werden, auch gut einen Meter breit. Also das sind dann so ganz große Exemplare. Und sie blüht. Sie blüht dann so im Sommerhalbjahr in Rot oder Weiß. Ja, ich werde die jetzt umpflanzen. Sie kommt in einen neuen Topf. Wir werden sie ein bisschen sauber machen. Und ich werde euch zeigen, wie man sie vermehren kann. Und diese hier, die kommt dann in den zweiten Topf. Dann haben wir zwei verschiedene Sorten. Die Erde, die ist schon ein bisschen gelockert worden von mir. Es empfiehlt sich sowieso, alle 1 bis 2 Jahre die Pflanzen entweder umzutopfen oder zumindest zum Teil mit neuer Erde zu versorgen. Die Erde selber, die hat halt mineralische Anteile, aber auch Humus. Humus natürlich deshalb, weil im Regenwald oder überhaupt in Waldgebieten, wo viel Laub von den Bäumen runterfällt, dort entsteht natürlich so ein ganz schöner, lockerer, humoser Boden. Und das sind diese Pflanzen gewöhnt. Wir machen also die alte Erde ein bisschen ab. Einfach locker. Man kann auch die Wurzeln dabei ein bisschen zurückschneiden. Also auch unterirdisch kann man schneiden bei Pflanzen. Die haben oft eine ähnliche Ausdehnung an Gewebe unter der Erde wie über der Erde. Nur in einer anderen Form. Unter der Erde Wurzeln, oberirdisch halt Triebe und Blätter. Und wenn man was ein bisschen zurückschneidet, dann bilden sich auch wieder neue Verzweigungen. Und sie wächst wieder gut ein. Ich lege die mal gerade ab, denn unser Topf hat natürlich Löcher wie jeder gute Blumentopf. Da kommen dann ein paar Tonscherben drauf, damit die Erde nicht durchfällt und unten so ein bisschen Drainage sozusagen ist. Und unsere Erde, die ist torffrei und humus, also sind viele Humusstoffe drin. Humus, das sind abgebaute Pflanzenstoffe. Hier kommt noch ein bisschen organischer Dünger mit rein. Man könnte auch mineralischen Dünger nehmen. Organischer Dünger ist natürlich umweltfreundlicher. Schön unterarbeiten, diesen organischen Dünger. Das ist sozusagen eine kleine Startdüngung. Nicht einfach oben drauf streuen, dann würde der schimmeln. In der Erde gibt es natürlich auch Schimmelpilze, die sind immer da. Die bauen den Dünger ab, auch Bakterien bauen den Dünger ab und andere Mikroorganismen. Aber auf Zimmerpflanzen so einfach aufgestreute Dünger organischer Art, die fangen natürlich an, an der Luft Schimmel anzusetzen und dann auch eindeutig zu wachsen da mit ihren Schimmelsporen. Unterirdisch ist das natürlich keine Belastung für die Luft. Ich habe die jetzt halb unten eingefüllt gehabt und jetzt kommt hier oben eine neue Schicht drauf. Und wir ruckeln den Topf so, dass es auch wirklich sich setzt. Jetzt haben wir hier einen Teil,
Der ist relativ lang und wächst nach unten weg. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Den schneide ich hier mal an so einer Stelle, wo ein Knoten ist, also wo wieder neue Blätter entstehen können, ab. Den kann man so in Wasser stellen und schon in kurzer Zeit, das ist also in der Regel nach einer Woche bis zwei, bilden sich Wurzeln. Seht ihr hier? Die habe ich auch reingestellt und die sind jetzt ungefähr zwei Wochen alt, zweieinhalb Wochen alt, und die haben schon ordentlich Wurzeln gebildet. Und in dieser Form kann man die Polkadot-Begonie, die Forellenbegonie, wunderbar vermehren. Und zur Vermehrung nehme ich jetzt erstmal ein kleineres Töpfchen, die gleiche Erde. Oh, hier ist eine Nuss drin. Ich habe Eichhörnchen im Garten, die verstecken mir Nüsse in meinen, in meinen Erdevorrat. Und ich werde jetzt hier, hier könnt ihr schön sehen, wie da die Pflanze austreiben möchte. Also die hängen ein bisschen zusammen, ich lasse die auch zusammen, dann habe ich schon mal zwei Triebe. So sollte die ganze Sache stabil werden. Immer schön mit den Fingern, so mit der Spitze verdichten, damit auch die Wurzeln und die Erde eng aneinander liegen. Okay, so stehen sie wunderbar. Und jetzt direkt angießen, einmal kräftig, und dann feucht halten. Ich stelle die jetzt mal gerade auf Untersetzer. Es ist wichtig bei der Pflege der Forellenbegonie, die Erde immer gleichmäßig feucht zu halten. Nehmt gerne kalkarmes Wasser. Regenwasser geht auch ganz gut. Daran sind die Pflanzen auch gewöhnt, im Regenwald oder in den subtropischen Wäldern. Dort haben sie halt hauptsächlich Regenwasser. Mit dem Standort. Die Pflanze macht im Schatten relativ lange Triebe. Das seht ihr an dieser hier. Also die hat, die Abstände zwischen den Blättern sind groß. So was machen Pflanzen im Schatten. Sie wollen zum Licht. Wenn mehr Licht da ist, wächst sie gedrungener, wird sie auch nicht so hoch. Sie soll ruhig einen hellen Platz bekommen, damit sie nicht so ganz riesig wird, aber keine pralle Sonne. Pralle Sonne, dann verbrennen die Blätter, und es gibt auch solche Phänomene wie hier. Da kann dann hier mal so etwas an Trockenheit eher auftreten. Das war hier wahrscheinlich auch an der Heizung eine zu trockene Luft. Also hohe Luftfeuchtigkeit, heller Standort, keine direkte Sonne. Da fühlt sie sich wohl. Aber wie gesagt, es ist eine Pflanze, die wirklich für Anfänger wunderbar funktioniert und auch wunderbar weitergegeben werden kann. Ich muss jetzt hier noch meinen abgebrochenen Steckling wieder in Wasser stellen. Die Pflanzen können wirklich zum Sammeln anregen und auch zum Weitergeben. Es macht richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch jetzt vielleicht Lust bekommen, euch eine Forellenbegonie anzuschaffen. Die kann man viele Jahre lang haben. Weitere Filme gibt es hier in unserem Kanal. Natürlich gerne den Kanal abonnieren. Jede Woche kommen neue Filme. Und hier unten gibt es die Gardify-App. Da entdeckt ihr die ganze Welt des Gartens und ihr habt direkten Kontakt zu uns. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Tschüss!